Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Weiß in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe etwas sehr Wichtiges übersehen, was mir vielleicht meinen blanken Hintern retten könnte. Und zwar kann man hier in diesen alten Ruinen einfach chillig an diesen Treibsandlöchern vorbei chillen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich gedacht habe. Und zwar habe ich nämlich gedacht, man muss so schnell wie möglich daran vorbei, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, weil man im Sand nicht wirklich Fahrrad fahren kann. Aber gut, passt schon. Denn hier ist eine Rucksackträgerin, die sagt, ich habe zwei Fossilien bei mir, aber die werden mir jetzt zu schwer. Nimm dir doch eines der beiden. Feder oder Schild, Feder oder Schild. Also ich bin ein großer Fan von Archaeopteryx. Aber da das ja gerandomized ist, werden wir trotzdem mal Archaeopteryx nehmen, um zu gucken. Das wird uns wohl Glück bringen, oder? Ich denke schon. Das ist ein Federfossil. Das soll von einem Vogel-Pokémon stammen, das vor langer Zeit in den Wäldern lebte. Allerdings konnte es wohl nicht fliegen. Ach nein, aber es kann doch fliegen lernen. Oder? Hey, Federfossil. Das ist außerdem federleicht, so ein Schildfossil ist ein bisschen schwerer. So, und dann geht's hier auch weiter. Achso, nee, der sagt, Trüner, weiter vorne ist zu viel Sand. Da kommst du nicht weiter. Ich räume ihn schnell aus dem Weg. Gedulde dich etwas. Alles klar. Ich habe mich leider auch mit Pokémon anlegen müssen hier. Denn Tati ist langsam. So, das war jetzt Phase 1. Jetzt muss ich natürlich dieses Fossil wiederbeleben. Wir sehen uns da natürlich gleich, wo dieses Fossil halt auch ist. Wenn dieses Fossil halt wiederbelebt ist. In Septerna City, in der Pokémon Arena, glaube ich zumindest, ist das. Kann man die wiederbeleben? Fragezeichen. Ich nehme an, der Typ kann das, ne? So ein versteinertes Skelett ist schon etwas Faszinierendes. Diese funktionelle, schnörkellose Form bleibt je einem ja sonst verborgen. Die Reduzierung auf das Wesentliche ist es, was mich dabei so entzückt. Okay, hier ist das, ich weiß nicht so recht wo, der hier? So viele seltene Dinge an einem Ort. Oh mein Gott. Das lässt mein Herz so hoch schlagen. Wie höher schlagen? Oh mein Gott, ich hätte mich vorher informieren sollen, wo das sein soll. Ah ja, die Arenaleiterin an sich könnte möglich sein. Ah, die... Jo, keine Sau. Einmal wurde die Arena gelöst und schon, ne? Können wir hier einfach durch. Jeder kann jetzt hier einfach durch. Es gibt Rätsel auf dieser Welt. Die könnte man nicht entschlüsseln, auch wenn man sein ganzes Leben ihrer Lösung widmen würde. Manche andere Rätsel wiederum können mehr als nur eine Lösung haben. Je nachdem, wer dir die Antwort gibt, wer dir eine Antwort gibt. Das erregt wahrlich meine Neugierde. Es vermischt sich nämlich das rationale Streben, der Wahrheit auf den Grund zu gehen und die romantische Idee, den Sinn der Dinge zu erforschen. Okay, warum zum Fuck? Wo ist denn hier? Wo kriege ich... Warte. Ah, ja, hier, die Frau. Du besitzt ein Fossil, soll ich es wieder zu einem Pokémon machen? Aber hallo, welches Profil, was ist? Ich mache den Helix-Fossil. Ich habe auch noch ein Helix-Fossil. Oh mein Gott, ich habe zwei Pokémon. Es sei denn natürlich, daraus wird jetzt Ammonitas. Genauer gesagt, zu einem Demeteros. Das nehme ich doch gern. Demeteros. Demeteros. Ah! Hey, das ist auf jeden Fall der... Eine Legende, würde ich sagen. Das ist natürlich der... Hero. Hero... Wolke. Hero... Herold der Wolken. Ja, das ist Hero. Willkommen im Team, Hero. Oh mein Gott. Warte, da müssen wir jetzt mal gucken. Level 25. Perfekto sogar, würde ich sagen. Bodenflug, auch eine geile Kombination. Dampfwalze, Strafattacke, Begrenzer, Steinwurf. Willkommen im Team, Herold. So, wir haben noch ein Fossil. Ich beschäftige mich mit Pokémon-Fossilen. Du hast ja noch eins. Ich mache dein Federfossil wieder. Ich beflügele es wieder. Genauer gesagt, es ist ein Rex Blizzard. Sei bitte gut zu ihm. Oh, das ist doch einfach der Hammer, wie mir das den Arsch rettet. Ich bin so froh. Ja, möchte ich. Es ist ein Männchen. Oh, dass ich das noch erleben darf. Oh, ein Rex Blizzard.
Das ist ein... Broxblisa. Wow, das passt gerade so noch rein. Perfekt. Broxblisa. Willkommen im Team. Broxblisa und Hero und Tati. Mann, Mann, Mann. Geil. Käferstahl. Das ist doch... Das sind doch gute Pokémon. Weißnebel, Eissturm, Grasflöte, natürlich, Broxy. Deswegen auch diese wunderschönen leuchtenden Augen, mein Freund. Ach, schön. Mal sehen, was wir noch so für TMs haben. Oh, ich bin ein wenig erleichtert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir doch noch ein paar Pokémon hier erschummeln kann. Quasi. So, Ekelsam. Oh, wenn Broxblisa das lernen könnte. Broxblisa kann Ekelsamen lernen. Natürlich. Broxblisa. Ah, Weißnebel. Kack auf deinen Weißnebel, ne? Du brauchst keinen weißen Nebel, mein Freund. Broxblisa. Synchrolärm. Wertewechsel. Eiszapf. Hagel ist deine physische Attacke, die bestimmt viel abzieht. Wenn Broxblisa das kann, das wird schön, Mann. Eissturm kann man auch gebrauchen, Mann, ja. Also Angeberei weg. Angeberei könnte einen natürlich unter Umständen den After retten, aber, ne? Wollen wir mal nicht so sein. Stärke. Eine Demonstration von Stärke. Gigastoß. Schaufler. Egal, das, wir sehen uns jetzt gleich in der anderen Stadt wieder. Wow, es sind 10 Minuten, über 10 Minuten flöten gegangen für nichts. Herzlichst willkommen zurück zum Tiefkühlcontainer meiner Heimatbehausung. Hier werden meine Videos produziert. Was geht eigentlich? Lass mich dir einen Ratschlag geben. Ist dein Pokémon gefroren? Ich meine, zockgefroren. Kannst du es wieder auftauen, indem du ihm eine Attacke von Typ Feuer um den Hals wirfst? Oh. Okay, wow. Oh, voll auf Nasum, der Typ hier oben. Das ist irgendwie krass, obwohl es Pixelbrei-Grafik ist, ne? Aber das ist Pixelbrei-Grafik. Allerhöchsten mal Ausmaßes. Und von den neuen Pokémon-DLCs können wir halt nun mal auch 5. Generation Remakes erwarten. Schon alleine das jetzt bei der indigo-blauen Scheibe einfach, wenn du die wilde Pokémon hier triffst. Ich hab's ja nicht weit gespielt bis jetzt. Einfach mal die krasse Musik von wilden Pokémon hier kommt. Nicht ganz so geil wie hier aus der Gen, aber... Ah, ich glaube bei den Trainer kämpfen wir auch jetzt, wenn ich das höre hier. Isaac dir... dass du verlierst, mein Freund. Los, Hero! Guckt euch diesen mächtigen Körper an! Und dieser butterweiche Hintern. Man könnte meinen, sein Hintern ist eine Wolke. Strafattacke! Was ist das nochmal? Ich habe vergessen, was das ist, aber passt schon. Bam! Hauptsache Traumato ist tot. Nein, ich werde nicht offscreen trainieren, wenn es nicht sein muss. Quappo. Okay, Quappo. Könnte gefährlich werden im Sinne von, wenn er eine Kampfattacke einsetzt. Dann ist Broxblisa nicht gerade praktisch, aber vielleicht setzt er auch keine Kampfattacke ein. Und ich kann Broxblisa einsetzen, aber er dürfte über Roller können. Hagelalarm. Oh nein, Hypnose. Ah. Gibt's doch nicht, ey. Asoziales Vieh. Quappo wird von Hagelkörnern getroffen. Egelsamen. Überroller. Nein! Oh Gott, bitte nicht sterben, Broxy. Ja, sehr gut. Ich werde dich wieder auswechseln. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das passiert. Na gut, dann wechseln wir. Wollte gerade sagen, der kann eigentlich Überroller schon von Anfang an. Der macht dir einen ganz schön Wirbel um das Geschehen. Überroller. Überroller überrollt. Aber ich werde dich jetzt dazu bringen, den Schnabel zu halten. Mit meiner Attacke. Schnabel! Stirb. Bam, tot. Ah, er hat überlebt. Er lebt noch. Nein, er lebt noch. Er lebt noch. Okay, er bringt sich selber um. Doch nicht. Wow, das Ding hat ganz schön Durchhaltevermögen. Deswegen ballt es auch die Fäuste. Nur deswegen hat er es überlebt. Ich sag dir, du hattest von Anfang an keine Chance, denn du bist ein Lappen, also gib mir dein Geld, Geld, denn bist du pleite und kannst einfach Hartz IV beantragen oder so. Tschüss. Okay,
Rex Blizzard ist natürlich ziemlich K.O. Aufwecker habe ich sogar noch. Passt ja perfekt. Guck mal, da haben wir schon wieder fast Brock's Blizzard verloren. Tati! Ah, hier hat man auch schon den Komfort von, man muss nicht neu das Item auswählen. Den Gegenstand. So, ich habe hier. So, ja, komm, ich habe mich entschuldigt, Leute. Entschuldigt mich. Zack, zack, wahrscheinlich so, ne? Jo, das war ja kein Rätsel. Schade. Ich finde, sowas sollte immer so ein bisschen rätseliger sein. Das wäre cool. Diese Musik klingt irgendwie nicht nach dem, wie es hier aussieht. Ehrlich gesagt. Es klingt hier viel zu chillig drin. Chillig, weil chillen, weißt du, weil chill wegen Gefrieren hier. Obwohl ich hier im bitterkalten Tiefkühlcontainer stehe, bin ich Feuer und Flamme für den nächsten Kampf. Okay. Du willst also eine auf die Schnauze kriegen, Mladen. Dein Traumkugel wird gleich in das Land der Träume geschickt. Denn es ist so schlecht. Hat das Ding Schwebe? Es hat Schwebe, ne? Aber Strafattacke, ich bestrafe dich. Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Würde. Würdelos, der Angriff hier. Strafattacke. Patsch. Peitsche. Auspeitsche-Attacke oder was? Hero, ich wusste ja nicht, dass du so einer bist. Aber wo hast du, was hast du für Training gemacht, ey? Wow. Wie, wo, was? Weiß Obi. 1000. Der hat ein bisschen mehr verdient als der andere. Das ist kein Problem, oder? Er ist einfach ein bisschen spendabler. Spendabelade. Spendabelade. In den Tiefkühlcontainern gibt es niemanden, der so gut mit Eis-Pokémon umgehen kann wie ich. Dann hoffen wir mal, dass du keine besitzt. Das wäre für Herold nicht gerade praktisch. Also, Kuno. Oh, Schwertmeister Kuno. Sarzenia. Ich kam Sarzenia und siegte. Oh, der könnte aber auch eine Giftattacke können. Pflanze und Gift. Tati ist das Gegengift gegen Sarzenia. Lockduft. Was ist das denn für Parfum? Das riecht ja richtig gut. Och, chic, très chic. Eiszapfagel, warum schleppern die mich alle ein? Ihr seid so langweilig. Ach, deswegen. Kommt, Tati, Eiszapfagel! Ey, furzt dieses Ding hier trotzdem weiter rum. Fluchtwert sinkt. Ich glaube, bei diesem Geruch steigt mein Fluchtwert eher. Rankerti. Platsch. Genau. Werd wach, Tati. Oh, wow. Tu mal nicht so, als hättest du so viel zu tun am Tag. Ich bin total erschöpft. Eiszapfagel. Tschüss. Ja, Mann. Sarzenia. Gelber Sack. Ab in den gelben Sack mit dem gelben Sack. Oh, Herold hat auf jeden Fall plus 3 Angriff bekommen. Oh, und das ist auch ziemlich gut. Weimar. Ich finde, guckt euch mal wirklich mal das Grinsen von Weimar an, ne? Ich finde, dieses Pokémon sieht schon echt, das hat schon echt Horror Vibes. Brock's Blizzard, du bist dran. Brock's Blizzard. Hagelalarm, mein Brock's Blizzard. Weimar. Aquawelle. Er schiebt Welle. Auf der Stelle. Oh. Bitte nicht verwirrt. Ja, Mann. Hagelkörner und dann Ekelsamen. Besame sie, Broxy. Besame sie. War ja klar, dass du keinen Halt machst. Oh nein, wir sind in einem Strudel gefangen. Oh. Und dann werde ich jetzt nicht... Ja, kriege ich auch noch den Wirbel ab, ey. Reicht schon, dass meine Haare so verwirbelt sind. Langsam eine Platte hinkriege. Eiszapfhagel! Einfach sterben! Bam! Oh, wow! Brock's Blizzard! Volltreffer! Wirklich, ey, Weimar hat echt ein gruseliges Gesicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin geschlagen. Ich sollte der Arena auf jeden Fall fernbleiben. Oder so. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Gelber Schal. Übrigens Pokémon, die ein Item tragen und wenn das Item wenn das Pokémon stirbt und das Item dabei trägt, ja, dann
ist vorbei. Ne, dann ist auch das Item weg. So will ich das nur nochmal sagen. Leider, das wären natürlich irgendwie wichtige Items. Könnte ein Buch und ein Münzamulett geben zum Beispiel, aber naja. Wer es braucht. Oh, wow, warte mal. Hier muss ich hin, ne? Gerade rüber. Na dann. Stolziere ich mal an dir vorbei. Oh mein Gott, diese Fossilien haben mir... haben verhindert, dass ich zu einem Fossil werde. Oh, 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 oh. Also, gekämpft ist es kalt. Okay. Gack, doch nicht wie ein Hühnchen, mein Freund. Quirin. Elfun. Ich wollte gerade sagen Pflanze-Fee, aber es ist ja hier nur Typ Pflanze wahrscheinlich, ne? Naja, Herold, du bist dran. Brox Blizzard. Ihr seid ein gutes Team. Agelalarm. Baumwollsaat. Es macht mich langsamer. Langsamer denn je. Elfun, du wärst doch eh 100-mal schneller als alle meine Pokémon. Frisst die Hagelkörner wie Cornflakes. Und jetzt Eiszapfhagel. Wow, Megasauger. Schicke Ohrringe irgendwie. Oder was auch immer das sein soll. Ohren? Ich habe keine Ahnung. Elfun, ey. Geh bloß weg. Elfun. Funfun. Stolrak. Oh, Stolrak. Was soll Rex Blizzard tun? Brox Blizzard muss wechseln zu Hero. Jetzt haben wir doch schlagfertige Pokémon. Auch wenn Rex Blizzard für mich die krasseste, schlechteste Typenkombination aufweist, weil Eis und Pflanze, komm schon, beides zerbrechliche Typen. Das bringt mir so nix. Ah, ist das an, ist das an, ist das anstrengend. Hero, du bist dran. Jetzt lass mich in Ruhe, Stolrak. Lass mich dich in Ruhe vernichten. Oh, er gibt mir eine fette Kopfnuss. Au, oh, das war ein Volltreffer, Alter, wow. Aber dieses Pokémon wird nicht mehr überleben, denn die Dampfwalze macht dich Platz. Platz. Ja gut, deine Eingeweide platzen wahrscheinlich raus, während ich dich überrolle, aber egal. Brox Blizzard. Zwirrlicht. Okay, zwirrlichtige Gestalt. Brox Blizzard kommt jetzt aus dem Wald oder so. Was er da getan hat, hinterfragen wir lieber nicht. Das ist der Konfusstrahl. Ich bin super verwirrt. Zwirrlicht hat schon echt geiles Design, ne? Also das muss man mal sagen. Eiszapf! Hagel! Ja, Mann. Das Ding dürfte doch gleich sterben. Ich weiß, es hat eine ultra hohe Verteidigung. Sichte. Oh mein Gott, es hat mich erkannt. Also, oh mein Gott, du bist doch der krasse Broxy, oder nicht? Oh nein. Au, das muss doch nicht sein. Aua. Broxy, du musst dich doch nicht selbst verletzen. Das sind deine Gedanken, die dich selbst verletzen, Broxy. Hör auf, immer so negativ zu denken und verletz dich nicht immer selber. Du bist gut, wie du bist, Broxy. Wow, was ein Weichei. Noch nie so ein Weichei gesehen. Aber Hagelalarm ist natürlich auch echt nicht so cool. Bam, bam. Bim, bam, bam, boom. Bam, bam, bam. Diese Musik, ey. Limonade, Limonade. Was haben wir denn hier? Was, Scheren, was willst denn du jetzt schon wieder hier? Was meinst du? Ist da drin nicht jemand? Na klar. Na dann wollen wir mal. Na da. Ich wäre reingegangen, aber du hast mich ja aufgehalten. Oh mein Gott, sie umzingeln wem, oder? Nee, doch nicht. Violatius. Was ist das? Spekulatius hier, oder was? Ihr da! Schaut euch näher um mich. Ich ertrage diese Kälte nicht mehr. Pinguine hier, ey. Oh, das ist aber das Schöne an Team Plasma. Die helfen sich immer aus der Klemme. Sieh an, ihr hattet euch also tatsächlich hier drin versteckt. Wenn euch übrigens wirklich so kalt ist, kann ich euch nach draußen führen. Auch wenn ich keine Lust dazu habe.
Die Pokémon-Freunde unseres Königs befinden sich hier in unserem Gewahrsam. Wir dürfen auf keinen Fall riskieren, dass sie verletzt werden. Also los, die Plasma, betreib die Einreglinge. Dein Wunsch ist uns Befehl, großer Weiser. Ihr da, ihr Rotznasen, ihr werdet gegen uns kämpfen. Gegen alle? Enrico, ich würde sagen, wir machen halbe-halbe. Jeder von uns übernimmt eine Hälfte von denen. Wow, warte, was? Wow, okay, die fangen ganz rechts an. Ich gehöre durchaus zu den Stärkeren in Team Plasma, nur damit du Bescheid weißt. Ach ja? Ob du auch so stark bist wie mein geliebter Herold? Lashoking, natürlich ist er das. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Nein, krieg ich nicht. Denn wir haben doch echt gute Pokémon bekommen. Und zwar Tatilatius, komm her. Eine Frau der Tat. In der Tati. Aquaknarre. Oh, das ist natürlich brutal. Du Nadel, vernichte dieses Pokémon auf der Stelle. Gib ihm eine Akupunktur, die er nicht so schnell vergisst. Voller Todesqual. Lashoking wurde besiegt. Geil. 100 KP Tati. Sehr gut. Kuss auf die Nuss. Klingplim. Du bist also eindeutig der Stärkere, weil du die größte Glocke hast, oder was? Stirb einfach! So wie ich vor Kälte zittere, war an einen Sieg irgendwie nicht zu denken. Ja, weiter geht's, weil eine Aufnahme fehlt. Ich hasse, dass das passiert und ich weiß nicht warum. Google sagt mir einfach nicht was dazu. Nichts. Auf meine eigene Weise gehöre ich zu den Stärkeren in Team Plasma. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, bla 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 bla. Ich werde alle nur reden und reden. Ich hasse sie alle, ehrlich. Ich bin eine Rüpelin. Frizelblitz, du bist dran, weil ich so stark bin. Das ist das stärkste Pokémon von Team Plasma. Okay, glaube ich hier sofort. Herold, Dampfwalze. Mach mal richtig Dampf. Bam. Du machst sie alle platt. Verbal. Na, hast du endlich genug? Oh ne, ich war scheiße. Wäre ich doch nur in welchem Pokémon, wäre ich mein Typ Verlierer. Oh, der war nicht schlecht. Seltsam, irgendwie bin ich auf einmal so müde. Jo, du erfrierst hier, sei vorsichtig. Ich gehöre definitiv zu den Stärkeren von Team Plasma, nur damit du Bescheid weißt. Zicke. Ich werde dein Blutplasma hier quer über die Tiefkühlabteilung verteilen. Magnezone, oh mein Gott. Die Gegner meinen es heute wirklich gut mit mir. Liebe Magnezone, spricht man das auf Deutsch oder auf Englisch aus? Egal, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Wow, die Robustheit. Aber was will er jetzt noch tun? Superschall. Na gut, ich will mich eigentlich nicht selber hauen. Das wäre schon sehr stark, ehrlich gesagt. Rocks Blizzard. Ich bin der Meinung, du könntest es schaffen und mich glücklich machen. Achso, eine Sonderregelung gibt es natürlich. Wenn ich einen Shiny-Pokémon finde, darf ich es natürlich trotzdem fangen. Egal, auf welcher Route, auch wenn ich da schon mal war. Scheiße, 20 KP. Aber egal, Magnezone wurde aus der Zone vertrieben. Ich habe ihm gezeigt, wo seine Zone ist. Und zwar unter der Erde. Todeszone. Rocks Blizzard versucht Eissplitter zu erlernen. Oh, eine Prio-Attacke. Oh, das kann man gebrauchen. Ja, Eissturm wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber Prio. Denn Rocks Blizzard ist Bio. Hero erreicht Level 27. Sehr schön. Geniale Pläne werden immer von jemandem zerstört, der nervt. Ich kann das nicht so schnell lesen. Also. Oh. Gerade als wir uns in der Nacht vor dem Container versammelt hatten und einige Stunden Pokémon zusammen wegzuschaffen, hat uns Turner die Nervensäge entdeckt und der Aktion ein Ende gesetzt. Tja, Abturner war das, wa? Entschuldigung. Gehöre sehr wohl zu den Stärkeren von Team Plasma, nur damit du Bescheid weißt. Oh, ich sollte heilen, ich Depp.
Wow, die waren alle bis jetzt echt gnädig zu mir hier. Aber bei dem Pokémon wundert mich gar nichts. Funpi, zeig mir mal genug Spaß. Funpi, Dampfwalze, los Herold. Doch, es hat überlebt. Es checkt sogar Heroes Body aus, das kann ich verstehen. Guckt euch mal diesen mächtigen Körper an einfach. Dampfwalze. Und stehe ich jetzt so weit? So Narben auf den Armen wie Hero hier auf dem Bild habe ich auch. Aber das war's. Stollenrack. Hey, wir hatten mal ein Stolloss. Aber wir hatten dadurch auch ein Stolloss, weil wir es verloren haben. Der Stollracker ist sehr robust, aber wird verlieren. Eisenabwehr. Weiß der denn nicht, dass Eisen gut ist und wichtig ist? Nein, weiß er nicht. Nein, was? Hä? Steinwurf! Boom! Rückenknacker! Stollrack! Lang lebe Team Plasma! Findet ihr das auch? Lang lebe Team Plasma? Die Pokémon, die den Menschen mit den Menschen kooperieren, machen nach außen den einen vergnügten Eindruck. Doch in Wahrheit leiden sie! Daran besteht für mich kein Zweifel! Oh wow. Und jetzt? Wer ist das denn? Ah, der Upturner schon wieder. Die einer an! Da habt ihr euch aber ein kühles Örtchen als Versteck ausgesucht. Also dann, Männer! Schnappt euch diese Pokémon-Diebe! Alles klar! Schnappt sie euch alle. Tut so, als wären sie Pokémon. Und sperrt sie einfach mal in Pokébälle ein. Und dann sehen sie ja, dass das Spaß macht für die Pokémon. Hey, was ist mit dem Weisen? Gegen den hätte ich jetzt gern gekämpft. Ich dachte, der ist einfach stark oder so wenigstens. Respekt! Ihr seid gar nicht mal so schlecht. Also gut, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, außer ich muss brechen, wenn ihr schwach seid. Kommt in meine Arena und stellt euch dort der Herausforderung. Hua! Ich habe für die Ziele von T-Plasma überhaupt kein Verständnis. Was für eine Schnapsidee, die Menschen und die Pokémon voneinander zu trennen! Das lief im Grunde darauf hinaus, dass die Welt der Pokémon für uns auf dieser Welt nicht mehr existieren würden. Was sind diese Kerle von Team Plasma nur für ein lästiger, bornierter Haufen? Komm, Enrico, hier ist es so kalt. Lass uns lieber nach draußen gehen. Überlass mich erstmal den Pokéball da hinten sammeln. Zink. Siehst du, ich hätte fast meine Vitamine vergessen. Wegen dir. Kann man gebrauchen. Zink. Spiele mit gezinkten Karten. Spaß, ich habe sie alle fertig gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Okay, das ist einfach nur eine Abkürzung. Da konnte man kein Rätsel lösen. Schade. Oh yeah, die Musik ist einfach krass. Boah, ehrlich, die Musik geht voll ab, oder? Jetzt sieht man hier wenigstens so überall Straße. Das ist so von wegen die Autobahn. In der Nähe, achso, ja. Ja, okay, passt schon. Laber uns doch nicht einfach so voll, du Sack, ey, wo ist denn das Pokémon Center? Ich finde es, und zwar direkt vor meiner Nase. Das ist geil. Guten Tag, ja, deine Pokémon, machen sie wieder fehl. Nimm mir deine Pokémon jetzt in Obhut. Ich rede so schnell, wie das Texttempo ist. Oh Gott. Ich brauche ein Tempo-Taschentuch, ey. Damit ich mal